Willkommen zurück zu einer neuen schattenhaften Folge. Maneater, freut mich, dass du da draußen wieder aus den Schatten springst. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer schattenhaften Bewertung unterstützt haben. Leute, ihr wollt mehr sehen, ihr wollt mich supporten, geht ganz schnell, einfach eine Bewertung da lassen. Gerne auch einen Kommentar schreiben. Großes, großes Dankeschön. Und wir haben endlich alle Bauteile für die Schattenvariante. Deswegen wechseln wir hier mal wieder durch. Achtung, einmal hier die wunderschönen Beißerchen rein. Dann haben wir hier den Kopf endlich, den Schattenkopf. Was bringt er denn so? Spurtgeschwindigkeit und Zappelschaden. Der gute alte Zappelschaden. Wer kennt ihn nicht? Alter, das sieht aber auch ziemlich geil aus. Wow. Wow. Das sieht sehr, sehr heftig böse aus. Und boom. Max-Level, Freunde. So, dann hier Schattenhaut natürlich. Die tödliche und ultra giftige Schattenflosse. Und zu guter Letzt, last but not least, bam, Full Shadow Shark. So sieht das Ganze aus. Designmäßig gefällt mir richtig gut. Richtig, richtig gut. Eine ultra geile Variante. Wenn mir direkt auf die attackiert, kein Thema für uns. Oh mein Gott, sind wir eine Killermaschine. Sind wir eine verfressene, mega geile Killermaschine. Hey, Buddy! Nom, 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 nom. Nom, nom, nom. Haifischjäger verfolgen ihre Beute mit dem vollen Bewusstsein für den entsetzlichen Schrecken, der sie bei einem einzigen Missgeschick erwartet. Ja, sollen sie ruhig kommen. Denn ich beiß mich hier durch. Alter, wir zerreißen alles mega. Ich finde, optisch sieht das fast am geilsten aus. Also ich glaube, was das Aussehen angeht, wäre ich auf jeden Fall auf der Schattenvariantenseite. Was ist optisch euer Lieblingsteil? Knochen, Elektro, Schattenvariante. Okay, hier, hau ich mal den hier rein. Alter, dieses Vergiften ist auch richtig geil. Zieht es euch rein, wie die alle hier permanent schön Passivschaden aufs Maul bekommen. Dann mache ich mir so eine abgespacede, kranke Mischung. Bullenhaie werden aufgrund ihrer Neigung zu Aggressionen und der Fähigkeit, an Land anzugreifen, als die gefährlichsten Haie angesehen. Aber man merkt schon, wir halten deutlich weniger aus als die Knochenvariante. Weil hier halbes Leben schon. Wir kriegen böse, böse aufs Maul. Wir kriegen wirklich ultra böse aufs Maul. Hey, 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 hört mal auf hier. Dynamit und alles. Illegale Aktion. Komm schon, der muss doch down sein. Der muss doch down sein. Das Problem ist, wir töten so viele, ohne sie zu fressen. Der Giftschaden, der haut halt so bitterböse rein. Aber man frisst halt nicht jeden. Hier sieht man es ja. Boom, 7 Damage, 12 Damage. Also er geht richtig viel passiv. Aber dadurch fressen wir halt niemanden. Autsch, 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 Autsch. Okay, gehen wir lieber mal zur Mission hin. Alligator. Ein leckerer kleiner Alligator, den ich mir gönnen kann. Den ich mir gönnen kann. Ey, ist mal gut hier. Ja, ich esse keine Menschen, sondern böse andere Haie. Hey, ich bin eigentlich einer von euch. Au. Streng genommen bin ich doch auch ein Haijäger. Boah, jetzt hier können wir den mal gleich ein bisschen genauer sehen. Sobald wir hier weg sind. Also wir sind auf jeden Fall super schnell. Er ist der Schnellste. Er ist mit Abstand der schnellste Hai. Das sieht echt geil aus. Also mir gefällt er. Ich finde ihn cool. Schattenvariante. Very, very gill. Very gill. My least favorite part of the job. Does this smell unusual, or is that just poor clothing? Nom nom nom. Die Konzentrationen von Metallen und Kohlenwasserstoffen im Wasser zeigen, wie weit der Golf sich verändert hat, seit Amerigo Vespucci 1497 hier ankam. What? Alter, was ist das? Richtig! Subnautica Below Zero. Alter, wie geil ist das denn? Wie cool. Einfach mal hier so ein Subnautica Easter Egg. Das ist ja richtig nice. Hammer.
Die Gesellschaft reagiert mit Abschreckungsmaßnahmen. Aber die Menschheit ist letztendlich nicht in der Lage, die Vergeltung der Natur aufzuhalten. Hau ab! Niemand weiß, wer diese mysteriöse Unterwasserbasis gebaut hat. Aber möglicherweise besitzt die Person eine Nero-Jacke und eine Perserkatze. Alter, wie geil ist das denn? Einfach mal hier so ein Subnautica-Easter Egg. Richtig witzig. Richtig, richtig witzig. Nice. Hahaha, lustig. So, wo muss ich hin? Ich find's immer geil, wenn Leute coole Easter Eggs einbauen. Und hier hätten wir schon einige. Cthulhu. Pennywise. Subnautica. Flug der Karibik. Hier ist irgendwie wirklich alles drin, Leute. Ey, yo, Robby! Sind das die Menschen, die wir knuspern müssen? Yep, das sind sie. Irgendwelche Taucher, die hier rumschwimmen. Die Haifischjäger sind angekommen. Wir hatten durch diese ausgelaufenen Öltanker ein paar wirklich schlimme Fischverluste, aber man kann nicht bestreiten, dass sie der Wirtschaft eine Menge Geld machen. Alter, wo führen die Dinger denn hin? Was ist das hier für ein merkwürdiges, riesiges Gebilde? Oh, ein Skiff. Alter, ein Hieb und Skiff ist down. Nom. Geilo. Okay, hier scheint kein Leben mehr zu sein. Wir sind hier ganz am Rand. Was ist das hier? Noch nicht entdeckt. Gehen wir mal hin. Hey, Potty. Mit dir immer gerne. Kumpel. Die letzte große Gefahr. Alter, der kann mich immer noch packen, ne? Der kann mich immer noch packen. Komm her. Seuche auf Maximum. Ey, wo bist du hin? Hier drüben. Ich lähme ihn mit meiner Seuche. Keine Chance, keine Chance, wenn ich hier im Seuchenmodus bin. Der ist auch echt richtig biestig. Man merkt schon, die Knochenvariante, man hält deutlich mehr aus. Man ist um einiges robuster. Aber finde ich nice, wie es hier aussieht. So, Mahi Mahi. Komm in meine Mundi Mundi. Eine Haifischjagd neigt sich dem Ende zu. Ach, das hier. Ich dachte schon, hier wäre wirklich irgendwas richtig Besonderes. Kann man denn auf den Tanker rauf? Nee. Riesengroßes Ding, aber du kannst nicht rauf. Oh, hier ein kleiner Snack. Nachdem der Hai mit seinen abscheulichen Verbrechen davongekommen ist, wurde jetzt ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Noch mehr Menschen, die wir jagen müssen. Gehen wir mal hin. Swip, swip. Das swippen und swipen wir durch. Ich frage mich, wann der Punkt kommt, wo ich endlich wieder leveln kann. Wo ich endlich weiter wachsen kann. Da bin ich wirklich mal gespannt drauf. Robby? Robby ist entkommen. Ich habe den nur angebissen. So, hier ist meine Superhöhle. Habe ich eigentlich irgendein cooles Upgrade noch? Na, im Moment schwimmen wir mit dem hier rum. Eins fehlt noch. Wirklich nur noch eins? Weil hier müsste es ja auch irgendeine Belohnung geben, wenn ich alle Landmarks wieder habe, oder? Weil hier gibt es auch nochmal sechs, die uns noch fehlen. Jetzt geht's erstmal schön rüber nach Atlantis. Hallo. Jetzt sind aber wirklich Jäger. Ich hätte mir eigentlich mehr solche Missionen gewünscht, wo man auch mit Widerstand rechnen muss. Wie jetzt zum Beispiel hier die Taucher. Klar, die hauen mich jetzt nicht um, aber sie tun wenigstens mal ein bisschen weh. Die anderen sind halt dauernd hier so Opfer, die sich einfach bumm fressen lassen. Erkischt. Die
die nehme ich noch mit. 21 Kisten gibt es im Pool. Ein merkwürdiges Gemisch aus allerlei wird in den Mägen der Haie landen. Wow. Zacki. Zack, zack in meinen Mund. Ziemlich zackig in mein Maul. Zack, Freund. Nom. Ey, der ist schon wieder entkommen. Robby. Ich kann dich doch nicht hier angekrüppelt ziehen lassen. Das geht doch nicht. Wo ist jetzt hier noch ein Taucher? Du da, bei der Pyramide. Neben dem Killerwal. Kyle hat als Teenager echt gern getaucht. Dieses Museum ist der erste Ort, an den ich ihn nach seiner Zertifizierung hinbringe. Wie jetzt, das Unterwassermuseum? Sieht ein bisschen aus wie Las Vegas, oder? Ich meine Pyramide, Freiheitsstatue. Ey, der ist ganz schön giftresistent. Also das muss man ihm lassen. Wow, 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 wow. Yo. Jetzt holen die auf einmal irgendwie all ihre Freunde. Alter. Verarsch mich nicht. Okay, ich muss den Modus aktivieren. Weil sonst gehe ich hier drauf. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich habe ihn verseucht. Komm, er lebt noch. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Okay, erstmal den hier wegholen. Friss ihn. Nice. Alter, jetzt schnell den hier. Es scheint, dass Port Clovis sein Schurkenhai-Weibchen völlig vergessen hat. Vorerst. Die wollen es wissen, ne? Die Wale halten hier übelst zusammen. Hey, Hammerhai, ich brauche dich als kleinen Zwischensnack. Weil Potti, der Pottwal, der macht böse Spiele mit mir. Komm schon, bleib einfach hier und lass dich fressen. Tu mir den Gefallen. Ja, genau so, entspann dich. Dann ist es ganz schnell vorbei, mein Freund. Alright. Einmal hier gut durchgekaut und gut durchgewirkt. Und wieder ist die Robbe aus irgendeinem Grund entkommen. Robben sind mies. Robben sind irgendwie richtig, richtig mies. Nimm dir mal ein Beispiel am guten alten Mahi. Nom, nom, nom. Natürlich geht es hier darum, Leben zu retten. Aber auch darum, die Einnahmen aus der Touristikbranche zu sichern. Es geht um Geld und um Leben. Dies Mega Shark under control. Ich glaube, hier wird es ganz schön schwierig, alle Kisten und auch die ganzen Landmarks zu finden. Weil guckt mal, wie groß das Gebiet ist und wie tief man hier runtertauchen kann. So, ein Leckerli. Leckerli. Was haben wir hier? Haben wir auch so Zerstöre das Zielnummern oder wurde schon alles zerstört? Gibt es hier keine gesuchten Fische? Nichts, was man noch eliminieren und fressen muss? Ihr seid das Ziel. Oh Gott, seid ihr arm dran. Die Jagd ist vorbei. Und bei Flamingo Joes wird es zweifelsohne in der Kasse klingeln. Ja, weil alle saufen gehen. Alter, wie komme ich denn hier wieder nicht ran? Die sind verdammt schnell. Wenn ich in der Luft bin, kommen die wirklich weg. Mal hier ein bisschen angefurzt. 24 karätige Goldarmaturen, zwei Discos, runde Treppen und ein Mosaik-Swimmingpool. Die Châtelaine ist nach wie vor die zweitauffälligste Yacht von Port Clovis. Ja, war sie. Denn jetzt ist sie weg. Ich spiele mit meiner Beute. Habe ich mir angewöhnt, Kumpel.
Eine umfangreiche Haifischjagd steht bevor. So, jetzt schauen wir mal. Ah, jetzt haben wir sie. Jetzt haben wir die Jagddinger. Töte 10 Hammerhaie. What? So hart gehen wir jetzt auf die Jagd von Hammerhaien? Ey, easy. Easy, kleiner Orca. Easy. Wie ich den geschleudert habe. Der denkt sich auch so, wie ist das möglich? Oi! Warum ist der so groß? Riesenhammerhai arbeitet mit super krassem Orca zusammen. Er stirbt nicht. Er stirbt nicht. Der klingt ein bisschen wie Godzilla. Oder? Wenn er hier seinen Angriffsmove macht, klingt so ein bisschen Godzilla-like. Porti? Der Kampf ist vorbei, aber der Krieg geht weiter. Porti, willst du wissen? Komm, jetzt erstmal die Kiste und dann fresse ich da drüben noch die 10 Menschen. Alter, es ist so geil, diese Schattenvariante zu spielen. Aber der Pottwal ist immer noch ein harter Gegner. Ist immer noch ein harter, unbezwingbarer Supergegner. Ah, der gibt hier immer noch richtig schön. Mama Bullenhai. Der ist relativ schnell eigentlich dafür. Ich meine, es ist ein Riesenvieh. What? Er will mir meine Beute strippitzeln. Ey, hab ich auch mal Ruhe? Hier sind ja super viele Orcas. Was ist das denn für ein Ding? What the? Okay, die Industrie regiert hier. Leute, hier regiert die Industrie. So, wo sind die Menschen? Hier drüben. Ja, holen wir erst die Kiste. Erst die Nummer mit der Kiste hier. Wenn ich alle hier finde. Verstärkter Knorpel. Verstärkter Knorpel. Was bringt mir verstärkter Knorpel? Mich halt einfach robuster, halte mir aus. Beim Herumreisen werden wir ständig erinnert, wie die Einmischung des Menschen das fragile Gleichgewicht der Meereswelt durcheinander bringt. Tja, der Mensch, ne? Böse, böse, dieser Mensch. Böse, böse. So, wo ist die andere Kiste? Hier drüben. Der Bullenhai ist nicht wirklich ein Gourmet. Er frisst so ziemlich alles. Das wissen wir bereits. Darum fressen wir auch immer gerne weiße Haie. Und Robben. So, die Menschen. Meine Liste. Meine To-Do-Liste ist lang. Lang und mörderisch. Hey, Mr. Mahi Mahi. Und yes, baby. Selbst die Technologie auf Gazorpazorp ist hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit nicht bedenkenlos. Gazorpazorp. Alter, wie viele Easter Eggs hier drin sind? Gazorpazorp. Oh, wow, what, what? Ach, hier seid ihr. Es sind wieder irgendwelche Taucher. 5 Taucher knuspern. 5 Taucherlies. Port Clovis ist durch die Angriffslust der Haie in Alarmbereitschaft versetzt. Du bist der Letzte. Die Universität schickt jeden Sommer Studenten zum Studieren der Riffe hierher. Wir haben wohl alle unterschiedliche Vorstellungen von Spaß im Sommer, oder? Schon irgendwie. What? Okay. Oh, alright. Alright. 1 Million Haie und natürlich noch ein paar Pottwale. Weil Hammerhaie und Pottwale, die arbeiten zusammen. Das ist allgemein bekannt. Oh
Gott. Erbarmungslose Jäger. Hättest du auch gleich gemacht. Töte 20 Potties. Hammerhai, geh mir doch jetzt nicht auf den Senkel. Du siehst doch, dass ich arbeite. Bleibst du hier? Bleibst du hier? Schwupps. So. Die Jagd ist vorüber. Aber dies ist nur eine Verschnaufpause im ewigen Kräftemessen zwischen Mensch und Natur. Im ewigen Kräftemessen zwischen Mensch und Natur. Le Guitar. Wo führt mich Le Guitar hin? Und wieder entkommen. Ey, die haben irgend so einen super krassen Skill, dass die mir immer entkommen können. Die kleinen Kotrobben. 500 Millionen Jahre irdischer Entwicklung. Durch die Überladung mit genverändernden Mutagenen hat der Hai nun einen asymmetrischen Vorteil. Moment, ich komme hier in eine neue Gegend? Ah. Ah ja. Ah ja, ich verstehe. Ich verstehe. Tja, Leute. Da kann ich mich auch wieder durchbeißen. Der Golfstrom transportiert warmes Wasser über den Atlantik in Richtung Nordost zu englischen Küstenstädten, in denen launische Rentner, Eselreiten und Heroinsüchtige das Stadtbild erfüllen. Ja, Eselheroin, wer kennt's nicht? Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Wie immer würde ich mich... Die Gewohnheit des Menschen, sie als liebenswerte Comicfiguren zu zeichnen, widerspricht der Tatsache, dass Meeresschildkröten grantige Tiere sind, die Knochen zerbeißen. Die alten Griechen okay, kann ich jetzt bitte glaubten, dass König Poseidon die Gewässer beherrschte, während sie hier in Prosperity Sands von Luxury Leisure Groups International regiert werden. Ja, also, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Lasst eine Bewertung da, wir beißen uns Richtung Finale. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Immer schön Mahi Mahi bleiben und tschüss.